Hi, mein Name ist Ibrahim. Ihr kennt mich bestimmt aus den anderen Kämpfen. Das ist jetzt mein dritter Kampf bei Defend. Über meinen Gegner weiß ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich weiß, dass es ein MMA-Kämpfer sein soll. Deswegen ist es für mich, glaube ich, eine gute Herausforderung, um mich auch mal im Stand zu testen nach meinen zwei Kämpfen. Das ist so mein Ziel. Und privat zu mir, ich bin Student, bin auch in der Freizeit Ringertrainer aufgrund meines Ringer-Backgrounds und da gebe ich mein Wissen so an Anfänger und auch Kinder weiter und ja. Moin, ich bin Tobias, trainiere in Tüßling seit ca. 4,5 Jahren MMA, habe einige Kämpfe hinter mir, gebe heute mein Defend-Debüt, weiß, ich treffe auf einen sehr starken Ringer und lass uns mal schauen, wer heute der Bessere am Boden ist. Herzlich willkommen, Event Army. Karabau ja wieder am Start für euch am Sonntag um 18 Uhr. Was geht ab, Leute? Heute kämpft Ibrahim gegen Tobias. Beide gleich alt. Tobias fast 10 cm Höhenvorteil. Und 3 Kilogramm ist er auch noch schwerer. Kommt vom MMA, der Tobias. Sieht für mich so aus, ehrlich jetzt, wie so ein deutsches Äquivalent zu Ivan Drago. So ein richtig eisernes Gesicht. So ein richtiger Mann. Richtig, richtig stabiler Körper, den er auch hier mitbringt. Ibrahim, habt ihr schon zwei Kämpfe bei uns gemacht, hat beide erfolgreich beendet, bin mal richtig gespannt. Tobias hat auch gesagt, der würde gerne auch mal sehen, wer am Boden der Stärkere ist. Vielleicht ist das hier Strategie von ihm gewesen, ich denke mal, es wäre besser, wenn er den Kampf im Stand hält, weil so wie es aussieht, hat er körperliche Vorteile und wenn er die richtig im Stand nutzen kann, wird es schwer werden für Ibrahim im Stand mit ihm mitzuhalten. Fragt sich jetzt, wird Ibrahim jetzt einfach nach vorne drischen und versuchen, den Takedown zu holen? Ich bin echt gespannt. Oh, zuckersüßer Ref heute wieder am Start. Touch Gloves und mal sehen. Oh, ich finde das schon mal gut. Der Tobias, der hält gut Abstand und schlägt von Weitem, hat direkt einen Jab etabliert. Macht er richtig gut. Seht ihr das? Er läuft nicht in den Gegner rein, damit Ibrahim das leicht hat, um den Takedown zu holen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut von ihm. Ja, die Low-Kicks von Tobias sitzen ein bisschen heftiger. Oh, richtig gute Rechte. Was für eine Linke. Trocken rausgehauen, hat Ibrahim hier gut erwischt. Ja, Tobias ist gefährlich. Der hat harte Fäuste. Oh, richtig schöne Linke, gefolgt von einem Mittelkick zum Körper. Ja, man merkt, Ibrahim hat ja auch schon Respekt bekommen. Tobias scheint ein richtig guter Kämpfer auch im Stand zu sein. Gefällt mir, was er hier macht. Ja, und baut Abstand wieder auf. Er will nicht in den Infight mit Ibrahim gehen, macht er auch richtig so. Als größerer Kämpfer braucht er diesen Abstand, um seine Vorteile besser nutzen zu können. Gut von Ibrahim gemacht. Richtig schöner, schräg geschlagener Uppercut. Ah, die Kicks von Ibrahim, die haben nicht den richtigen Bums dahinter. Oh, das war mal, da hat wehgetan. Das war ein Low-Kick, der hat wehgetan, Leute. Der war kurz überhalb des Kniegelenks. Aber jetzt mal sehen, was passiert. Er macht Tobias richtig gut. Er kontrolliert Ibrahims Kopf mit seinem. Er drückt ihn weg. Das macht es für Ibrahim schwer, einen Takedown zu holen oder das Gleichgewicht zu brechen. Oh, erster Versuch zum Takedown. Gut gemacht. Aber jetzt wird es gefährlich, ja. Ja, und da ist es auch schon gut und schön gelöst von Ibrahim hier. Hat abgewartet, ist nicht nervös geworden. Hat auf den richtigen Moment gewartet. Mal sehen, was wir jetzt hier am Boden sehen werden. Noch 30 Sekunden. Oh, Tobias wollte zum Triangle-Choke gehen.
Und hat jetzt aber den Pass freigegeben. Ibrahim in der Side Control fast. Side Control. Oh, Ibrahim will rüber zum Mount. Letzten 10 Sekunden, Jungs. Ah, 10 Sekunden, aber ich glaube nicht mehr, dass da viel passieren wird. Ja. Interessante erste Runde. Wirklich. Ich bin mal gespannt auf den Replay gleich. Also ich persönlich hätte die Runde Tobias gegeben. Ich weiß, Ibrahim hat den Takedown zwar geholt, aber er hat kein Ground and Pound gelandet am Boden. Gucken wir uns den Replay erstmal an. Hier, harte Low Kicks von Tobias. Immer. Diese rechte war auch richtig schön am Anfang. Dieser linke Haken, den er immer trocken rausgehauen hat, Tobias. Der hat immer gut getroffen. Hier auch schon wieder. Das war eine richtig schöne Aktion von Ibrahim. Die linke, die wie so ein Uppercut geschlagen war, die ging richtig, hat gut getroffen. Und da war der Takedown. Ich glaube, das waren noch 30 Sekunden auf der Uhr. Aber Ibrahim hat einfach keinen Schaden angerichtet. Darum hätte ich die Runde Tobias gegeben. Das war auch schon, du hast ihn gespielt. Jetzt wäre es mehr explosiver. Das ist zu langsam. Das ist zu stark. Explosiver. So, Freunde. Du musst den Strick geben. Das ist ganz gut. Stand zwar besser auf der Seite. Ja. Maximal Knie im Clinch, ne? Weil du hast ja keine Angst vor Takedown von ihm, ne? Und wenn du weit weg bist, kann er kicken und kann er deinen langen Arm stellen. Aber wenn du nah dran bist, kann er nicht kicken. Hör mir einfach zu, Bruder. Wenn du auf Distanz hast, kürze Distanz. Er kann nichts machen. Das Einzige, was gefährlich ist bei kurzer Distanz, ist Takedown. Aber er kann bei dir. Du wirst die ganze Zeit mittlerweile. Hol dir die Füße. Ja, die zweite Runde geht los, Leute. Ja, die Kommandos der Ecke waren eindeutig, ne? Tobias soll mehr im Stand bleiben, da sah er besser aus. Und bei Ibrahim, der soll reingehen und mehr den Infight suchen. Hätte ich den Kämpfern nicht anders empfohlen, wenn ich auch in der Ecke wäre. Oh, schon wieder dieser Low-Kick. Ibrahim hat jetzt schon mehrere drauf gekriegt. Oh, richtig gute Rechte von ihm auch. Ich wette, Ibrahims vorderes Bein ist schon richtig am Schmerzen. Wieder dieser linke Haken von Tobi, der trifft immer und immer wieder, ne? Das macht er richtig gut. Ah, Mann! Das tut mir ja schon am Bein weh. Ibrahim hat so viele gegessen davon. Schon wieder diese linke. Die timet Tobias wirklich sehr, sehr gut ab im Stand. Jetzt, das hat Tobias richtig gemacht. Nicht clinchen mit einem Ringer. Er hat ihn einfach wieder weggedrückt und Abstand gesucht. Genau das ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, Ibrahim zögert hier ein bisschen. Oh, richtig, richtig guter Schlagabtausch wieder. Beide haben sich gut getroffen. Ei, oh, was für eine schöne Rechte. Da hat Ibrahim kurz gewackelt. Das hat ihn richtig gut angeklingelt. Nach diesem harten Low-Kick. Aber jetzt Ibrahim zurück, hat ihn auch gut mit der Rechten getroffen, Tobias. Aber der guckt wie so ein Terminator einfach und geht weiter nach vorne. Gut gemacht von Tobi auch wieder. Einfach beiseite gedrückt, nicht auf den Infight eingehen, nicht auf das Kinschen eingehen. Jetzt auch wieder gute High-Kicks, Roundhouse-Kicks beziehungsweise von Tobi gekickt. Ja, Ibrahim musste auf sehr, sehr viele Sachen achten bei Tobias. Und das macht ihn gefährlich halt, ne? Was für eine Rechte, die hat auch schon wieder trocken rausgehauen. Ich würde mir mal wünschen, dass Tobias ein paar Kombinationen schickt. Oh, Ibrahim hier mit dem Unterarm aber allerdings getroffen. Ja gut, Ibrahim macht jetzt endlich mal ein bisschen mehr Druck, geht nach vorne, sucht den Infight, hat sich hier wieder den Clinch geholt. Ja, das wird schon reingerufen. Tobias, lösen, lösen. Hör doch, löse einfach. Noch kontrolliert Tobias hier mit seinem Kopf, Ibrahims Kopf. Oh, Spinning Elbow Versuch von Ibrahim. Richtig gut. Schön gemacht von ihm. Oh, schönes Knie von Tobi zum Körper. Ja, beide jetzt müde. Man sieht auch Tobi auch richtig müde geworden. Jetzt ein Double Leg Takedown am Ende der Runde. Gut gemacht das. Da ist Ibrahim wie Speedy Gonzales einfach unter den Stingen abgetaucht und hat sich die Beine weggezogen von Tobi. Sehr gut gemacht.
ist in der Side-Kontur gelandet, das hat viel Kraft gekostet für Tobi. Er hat den ganzen Körper von Ibrahim angehoben und wollte ihn rüber sweepen auf die andere Seite. Hat viel Kraft gekostet, glaubt mir das. Zeit! Ja, Runde jetzt auch schon wieder vorbei. Boah, schwer, Leute. Also nur aufgrund des Takedowns jetzt die Runde Ibrahim zu geben, fände ich viel zu unfair. Die zweite Runde hätte ich auch Tobi gegeben. Er hat am Stand einfach viel, viel mehr Schaden angerichtet. Und Ibrahim hat am Boden zu wenig Schaden angerichtet. Er hat zwar passiert, er hat die Position dominiert. Allerdings hat er Tobias jetzt nicht wirklich schaden können oder verletzen können. Ne? Daher, erste und zweite Runde würde ich jetzt Tobias geben. Da wieder die Low Kicks. Ah, ich will gar nicht wissen, wie Ibrahims Bein gerade wehtut. Ne? Da schon wieder die linke, wieder ein Low Kick von Tobias. Hier auch guter Schlagabtausch. Beide haben sich mit der linken getroffen. Wieder dieser Low Kick. Da, die rechte hat gut geklingelt bei Ibrahim. Na, wo war das? Und da hat Ibrahim auch mit der linken gut getroffen. Im Stand aber, wie man sehen kann, hat Tobias die eindeutigeren Treffer gelandet. Hier auch die Knie. Schade, der Spinning Elbow ging über den Kopf von Tobi. Hätte der getroffen, wäre das gefährlich werden können. Hier am Ende auch nochmal ein Schlüsselmoment, richtig schön gemacht von Ibrahim. Abgetaucht, blitzschnell unter den Beinen. Können gespannt bleiben auf die dritte Runde. So, dritte Runde geht los. Beide waren sichtlich müde. Ei, ja, schon wieder da. Och. Diese Low Kicks, die tun richtig weh. Glaubt mir das, Leute. Ja, Ibrahim versucht jetzt auf einmal. Oh, wo hat denn Tobi diesen High Kick rausgeholt, diesen Roundhouse Kick? Aus dem tiefsten Schwarzwald hat er den rausgeholt. Guter Ellbogen jetzt auch. Schöne Aktion von Tobias. Hat hier mal richtige Akzente gesetzt wieder. Ei, schon wieder ein Low Kick. Das tut mir ja schon so weh. Das linke Bein von Ibrahim ist matsch, glaubt mir das. Aber der lässt sich nichts anmerken, ne? Der geht einfach nach vorne wie so eine Maschine. Tut so, als ob nichts ist. Richtige Kämpfer hier, wirklich. Opa. Takedown von Ibrahim. Na gut, da war Tobias zu schwach, um das einfach zu lösen, um Ibrahim wegzudrücken. Und Mount von Ibrahim jetzt. Jetzt hat er aber fast 2 Minuten noch auf der Uhr. Mal sehen, was Ibrahim daraus macht. Boah, Tobi, ich wollte gerade sagen, Tobi, die Arme weit oben. Sehr gefährlich für den Armball gewesen. Ja, Ibrahim schlägt hier zu wenig. Er grappelt nur. Wenn Ibrahim ein bisschen mehr schlagen würde, würden sich viel mehr Möglichkeiten für eine Submission öffnen. Backmount jetzt. Ja, sehr gut, was Ibrahim da macht. Er sprawlt ihn aus. Landet aber in der Quartermount jetzt. Ja, das muss Ibrahim viel mehr machen. Ein bisschen schlagen, ein bisschen Tobi weich machen, damit er eventuell Fehler macht, seine Arme ausstreckt und einen Armbar gibt zum Beispiel. Oh, Ibrahim rutscht fast weg. Ja, da hat Tobi das gut ausgenutzt. Hat die Position gedreht, hat jetzt Top-Kontrolle. Mal sehen, was jetzt kommen wird. Schön gedreht von Ismail. Was für ein schöner Sweep. Armbarversuch von Ibrahim. Hat er echt sneaky reingeholt. Ah, ja, Tobi verteidigt noch gut, hat die Arme hier gelockt. Oh, der Arm ist ausgestreckt. Oh, Tap.
Tap. Ja, Mann. Das hat Ibrahim noch gedreht, diesen Kampf. Unglaublich. Also ich habe Tobi komplett vorne gesehen gehabt. Erste und zweite Runde hätte ich Tobi gegeben. Hätte die dritte Runde jetzt Ibrahim nach Punkten gewonnen, hätte er verloren. Aber Ibrahim richtig gut gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Richtig sneaky diesen Armbar rausgehauen. Ich glaube, Tobi hat den null kommen sehen. Das ist gut. Guter Kampf. Mann, Tobi, was für, tut mir leid, du Gigant, du Terminator, die muss gar nichts leid tun. Was für einen heftigen Kampf, der uns hier geboten hat. Unglaublich. Respekt, Leute, was für ein Kampf. Hammer. Und hier wieder respektvoll, beide Kämpfer. Das liebe ich hier wieder bei Defend. Guckt euch das an. Einfach respektvoll sein. Man lässt den Kampf einfach auf dem Rasen. Nach dem Kampf sind wir wieder Menschen. Das ist ganz normal, Mensch. Richtig schön. Mal sehen wieder. Der Kampf hat angefangen. Richtig viele Low-Kicks hat Ibrahim hier wieder gegessen. Dieser High-Kick war signifikant. Wow, wo er den rausgeholt hat. Richtig schön getroffen. Roundhouse-Kick war das, beziehungsweise. Im Stand, wie man sieht. Der Ellbogen hier war auch gut gemacht. Und dann kam irgendwann... Oh Gott, diese Low-Kicks. Ich will mal gerne im Interview wissen, ob Ibrahims Bein wehtut. Dann kam der Takedown. Das war der Schlüsselmoment. Und letztendlich hat das zur Entscheidung des Kampfes geführt. Ibrahim hat am Boden richtig dominiert. Wurde gesweept, hat direkt zurückgesweept. Und hier, schaut mal, wie er kam. Da hat Tobi null mit gerechnet. Hat sich den Armbar richtig, richtig sneaky und schön geholt. Hat Tobi nochmal kurz verteidigt. Ibrahim, das hat er hier richtig gemacht. Einfach mal ein, zwei Mal schlagen. Dann werden die Gegner meistens nervös, vergessen den Arm. Und da, guck mal, wie durchgestreckt Tobis Arm ist. Oh, Mann, ey. Uff, aber, ja, gut gemacht einfach. Sieger durch Submission, Armbar in der dritten Runde, Ibrahim. Sehr schön, fair play, sehr schön beide. Kommt Ibrahim zu Anziehen, Interview. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Defend Army. Mein Name ist Becker. Ich habe hier den Tobias an meiner Seite. Tobias, du hast gerade dein Defend FC Debüt gegeben. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Kampf. Leider hat es nicht gereicht, aber trotzdem starke Performance. Du hast hier deine Silbermedaille verdient. Danke. Tobias, erzähl mal, was hat dich motiviert, hier bei Defend anzutreten? Ja, das ist einfach... Im Moment sind keine Kampfsportveranstaltungen leider. Und das, was jetzt ihr hier aufgezogen habt, natürlich einfach mega für uns. Ne? Nirgendwo kann man kämpfen. Von mir ist das hier eine halbe Stunde von zu Hause entfernt, warum nicht, ne? Bin mit Arthur gut befreundet. Geile Sache hier auf jeden Fall. Tobi, bis zu den Takedowns, die Ibra angesetzt hat, war es wirklich dein Kampf, da sind wir uns alle einig. Du hast wirklich im Stand dominiert. Dann kamen leider die Takedowns, so hast du den Kampf verloren durch Armbar. Willst du jetzt, wir hoffen natürlich, dass du noch mal einmal antreten wirst, wirst du jetzt bei den nächsten Kämpfen vielleicht an deinen Takedown-Defense oder an den Ringen arbeiten? Muss auf jeden Fall, natürlich. Der Gameplan war natürlich auch erstmal im Stand zu bleiben. Hat auch gut funktioniert, habe ich selber gemerkt, die Treffer, die saßen. Beim Takedown muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass er so stark ist. Hab mich unten gehalten. Stabiler Typ auf jeden Fall. Ja, hätte ich die dritte Runde überlebt, wäre es vielleicht mein Kampf geworden. Aber ja, mein Gott, manchmal gewinnt man. Tobi, es gab im Kampf ein, zwei Situationen, wo du Ibrahim mit dem Highkick schön angeklingelt hast. Hat es dich gewundert, dass du ihn damit gedroppt hast? Also ich würde sagen, ich habe ihn definitiv angeklingelt. Dass er nicht zu Boden gegangen ist, das hat mich nicht so gewundert, weil ich seine vorherigen Kämpfe schon gesehen habe. Aber ja, mein Gott. Passiert, ne? Beim nächsten Mal noch doller zutreten, vielleicht habe ich ihn dann unten. Alles klar, danke schön. Danke. So, ich habe hier das menschliche Flugzeug an meiner Seite, Ibrahim Dagestani Airlines. Ibrahim, wirklich wieder mal eine sehr starke Performance. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ibrahim, ich habe gemerkt, im Kampf, du hast wirklich ein bisschen gezögert, in der ersten und der zweiten Runde den Takedown anzusetzen. Du hast wirklich versucht, im Stand zu kämpfen. Wolltest du heute ballern oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte in erster Linie mir was beweisen. Ich glaube, ich habe mir bewiesen, und auch den Leuten, dass man mich nicht so leicht kauschlagen kann. Ja, natürlich waren viele klare Treffer dabei, aber ich sag mal so, wenn ich es nicht wollte, würde ich die nicht lassen. Ich könnte auch ganz normal ein sicheres Spiel machen und in meine Takedowns gehen. Aber ich habe bewusst diesen Weg gewählt. Ich wusste auch, dass der Gegner nicht einfach irgendwer ist, auch ballern kann. Und ja, das wollte ich mir selber beweisen. Und ich glaube, ich habe zwar ein paar gute Dinger bekommen, aber ja.
Es gab im Kampf ein, zwei Situationen, ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Runde, wo er dich sehr stark mit dem Highkick getroffen hat. Du hast auch kurz angeklingelt. Hast du das Gamma eben so weggesteckt oder war es wirklich schon eine gefährliche Situation für dich? Ich weiß nicht, ob man es glaubt oder nicht. Ich glaube, man hat es auch im Kampf gesehen, dass ich nicht länger als eine Sekunde weg war oder so. Das war ein unangenehmer Schlag, ja. Aber ich glaube, man hat an meiner Reaktion gesehen, dass ich jetzt nicht irgendwie schockiert war darüber oder so. Wie gesagt, ich habe bewusst offen gekämpft. Es war vielleicht nicht so klug, dass ich dadurch viele Dinge abbekommen habe. Aber ich habe bewusst diesen Weg gewählt, weil man muss auch da durch. Und wie gesagt, das wollte ich mir beweisen, dass ich im Stand auch ballern kann und nicht direkt in die Beine springe. Ja. Ibrahim, du hast im Kampf wirklich ein paar schöne Low-Kicks fressen müssen. Wie hast du die weggesteckt oder spürst du es jetzt noch? Also die waren auf jeden Fall lecker. Und ich habe heute nicht so gut gefrühstückt, deswegen war das echt ein gutes Mittagessen. Aber ja, natürlich, jeder, der Low-Kicks abbekommt, weiß, dass die nicht angenehm sind. Besonders, wenn die öfter in die gleiche Stelle treffen. Aber wir sind hier nicht beim Tischtennis oder so, deswegen, ja. Dankeschön, Ibrahim. Zeig deine Medaille nochmal in die Kamera. Ja, hol höher. Ja. So, und wohl. So, und wohl. Stopp!